Heute, vor genau 15 Jahren, am 13. Dezember 2005, musste meine Frau Hannelore wegen eines Hirntumores ihr Leben lassen. Wir waren 32 Jahre glücklich verheiratet. Es war ein schwerer Schlag für mich. Da ich jedoch nicht allein bleiben wollte, habe ich durch das Internet meine jetzige Lebensgefährtin Brigitte kennengelernt. Da ich mich doch noch gerne an die Zeit mit meiner Frau erinnere, habe ich mal ein paar Ausschnitte aus unserem Leben vor 30 Jahren zusammengeschnitten. Da schon immer mein Hobby Filmen war und auch noch ist, sind schnell ca. 30 Minuten Video zusammengekommen. Es ist ein bunter Ausschnitt aus unserem Leben vor 30 Jahren. Es sind auch manchmal fremde Personen mit auf dem Video, die hoffentlich nichts dagegen haben, dass ich sie hier mit in dem Video auf Internet veröffentliche. Viele ältere Personen sind leider auch schon verstorben. Die Aufnahmen sind noch mit VHS-Kassetten gemacht worden und sind leider noch nicht so gut wie heute. Hier machen wir Urlaub auf Mallorca in Calamelor. Hier ein paar Aufnahmen von Playa de Ingles auf Gran Canaria. Hey, was ist das? Das macht wie ein Brüderschaft. Was weiß er aus der Dorf? Sie schreit also aus, das hat sie alles schon mit drauf. Sie sieht sie keine Frau. Ja, aber ich bin auch nicht. Besser wäre es, wenn die Bette mal wäre und dann wären sie nichts. Die Fischlein kommen nicht, hä? Das ist gar nicht.
Und das ist hier die Distel hier, ne? Ja, das weiß ich. Wo gibt's den nächsten? Der hat sogar kein rotes Lämpchen. Das ist wieder an. Das ist wieder an, oder was? Ah, das hat sie eine Scheibe. Da geht er schon wieder. Ach, ich bin ganz außer Boost. Ich fahr mal vor, fahr mal hinterher. Aber wie schön bleibt es da? Ne?
Pfeifenfest in Wolfhagen. Wir haben nichts zu trinken gekippt, hat sowas. Ich hab meinen Kleinen gegeben. So. Hier war die Grenzöffnung in Kassel. Hier machen wir die Vorbereitung zu meinem 50. Geburtstag. Thank you.
Komm, halt mal, ich will ein bisschen Draht. Das Wetter ist noch einigermaßen. Ha! Ich hab euch was sagen, dass wir still sein. Ja, nimmer. Ich glaube, so lange noch aufmachen. Ja, sollen wir jetzt nachschauen? Wir sind vier zusammen in Folgenmaßen gewesen. Da bist du in der ersten Klasse. Da haben wir gesagt, hier gibt es keine erste Klasse, wir steigen in König schon mit aus. Läuft auf bei Schomaritz, aber Schiedsrichter Kohl schreitet nicht ein. Eingeschoben vom Klinsmann kann das ja gut bedeuten. Ich habe eigentlich nur so eine Hose. Ja. Also ich habe auch nur eine in dieser Länge. Und ist das das bleibt müssen ja im Moment müssen kann lieber, ich trage lieber so. Nee, ja, aber vorhin, das sieht echt besser lang, aus. Anständig, nur drei Stück nehmen. Sieht das nicht so wild aus? Oder so was anderes, dann kannst du den Kopf direkt vor. Kommst du ab. Ein Abgang nach Film. Abgang von weg. Fotografieren Sie nicht. Ja, immer wenn du einen Rollstuhl da hast, kann ich gerne sagen, was ist schön. Geht's doch. Das ist ein Hirn. Ich kann mich mit dir mitbringen. Ach, wie die Worte. Nur aber. Merke ich dir nichts von der. Was bringst du denn da jetzt? Fanta. Ich weiß doch nicht. Fanta. Ich kann mal sehen, was ich mache. Was ist das denn, Paprika? Das sind wieder andere. Ja, zwei Maschinen. They probably drinking coffee, smoking big cigars, but I know I hate it. I know I can't bear. Ja, Sie brauchen vier Hände, eins, zwei Hände, drei Hand, vierte Hand. Die Auerochsen und die Wildschweine. Und wenn da einer Theater macht im Wald, dann ist es natürlich unser neues Waldtheater. Schön sind auch die vielen Blumen, Sträucher und Bäume im Pflanzenschaugarten. Panoramakino. Das
ist schon unten noch was. In Panorama Park, mitten im Sauerland. Ja, ihr könnt vieles hier erleben, habt den ganzen Tag für euch. So was macht euch sicher sehr viel Spaß. In schöner Landschaft viele Tiere, Berg und Tal, Bam, Bam, von Mozart, gibt nicht alles, es gibt viel mehr. Freunde, hier ist was los, im Panorama-Park, ja, unsere Bestark, im Panorama-Park. Na, typisch für diesen Verein hier. Gleich frei, so ein Glück. Oh, Verzeihung, mein Dienst ist ja noch gar nicht zu Ende. Ich soll Ihnen, verehrte Damen und Herren, und euch, liebe Kinder, ja noch was ausrichten. Und bald mal wieder rein. Thank you.
könnte man filmen. Anhörchen, das ist auch ein Großerchen. Na, schön, danke. Nur noch Knutchen. Ja, Hallo. Hat sowas Bettchen. Die nehme ich nur zum Aufkloppen. Wir sind hier auch. Aufkloppen. Oh, da bin ich auch schon mal vor. Oh, da bin ich auch schon mal so gerade durch. Komm her, 40! Ach, komm her, 40! Ah, nimm das hässliche Ding auch mit, 40 Mark, komm her. Hier vorne ist er. Wer, wo ist 50 Mark? Du willst 50 ausgeben, wunderbar. Jawohl, ich begrüße... Ach Gott, Fernsehen ist heute auch da. Sat 4, oder? Ja. Oder Han Münden Plus. Schön, nicht? Nee, das ist wirklich, ich habe... Gott, ich kann mich wieder sehen lassen. Voriges Jahr hätte ich mich Ihnen gar nicht so präsentieren können, das war ganz schlimm. Voriges Jahr war die Grenze der Dehnbarkeit meiner Haut erreicht, da war Feierabend. Ja, wir haben so gutes Essen in Thüringen, Thüringer Klöße und Thüringer Gänsebraten und Thüringer Rostbrätel, Thüringer Bratwürste, das muss man alles hintereinander wegmerken. Ne? Ja. Und das war also wie gesagt ganz schlimm, ich habe noch ein Bild aus der Zeit, da bin ich drauf in Badehose. Nur das möchte ich Ihnen denn ehrlich nicht zumuten. Das sieht aus, als ob ein Globus im Eierbecher liegt, wenn sich das so kostet. Deswegen, das tue ich nicht. Nein, tue ich nicht. Jetzt habe ich ein bisschen abgenommen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe alles Mögliche versucht. Eierkur, Reiskur, Brotkur, alles Mögliche. Nix. Bin ich zum Arzt gegangen, ich sage, Doktor, Sie müssen mal helfen. Ich kann essen und essen, was ich will, ich nehme nicht ab. So, das gibt's, ja. Pass auf, machen Sie Folgendes. Sie müssen mal eine Woche lang nur Obstsäfte trinken. Nur Obstsäfte, eine Saftkur. Da habe ich gesagt, cool, das ist in Ordnung, ich mache alles, Hauptsache es hilft. Habe ich dann angefangen. Ich habe mir echt Mühe gegeben, aber nach 3 Tagen habe ich das abgebrochen. Das ist nichts für Mensch, das mag was für Pferde sein, das geht, aber ich jedenfalls nicht mehr. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe am Montag angefangen, nur Pfirsichgeist, am Dienstag Himbeergeist, Mittwoch Aprikosengeist, da habe ich dann am Donnerstag das Kirschwasser gelassen. Da habe ich gesagt, Feierabend, nun bleibst du so, wie du bist. So. Nun stehe ich hier und werfe genügend Schatten, damit die Musikanten sich ab und zu mal wieder verstecken können. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Und ihr Damen, war ich heute einen schönen modernen Ohrring für das Barockkostüm und für den Kindergarten von Harolsen eine neue Schaukel. Rixini zaubert auf dem ganzen Globus, aber heute ist hier Harolsen der magische Mittelpunkt. Ja, das kann auch ein Blümchen sein, das ich jetzt in der jungen Sonne sanft und bald sehe. Aber den zweiten Ohrring für die Damen. Jetzt haben wir das Schlüsselbund für den Wein- und Bierkeller. Ich hoffe, dass ich nachher noch was kriege. Ein Applaus für meine Assistenten. Ne? Da können wir nächstes Mal wenig nicht sagen. Ist ja das Linda, aber... Hier geht's ja nur um mich. Was? Ja. Ihr könnt ruhig was sagen. Wenn ihr schon, wenn dieser Mann von den Wildecker Herzbuben spricht, der hat einen ganz besonderen Grund dazu. Denn er ist Vater und Mutter der Wildecker Herzbuben. Ohne ihn gäbe es die Wildecker Herzbuben gar nicht. Hallo Papi, hallo Mann. Ja, er schreibt so Stücke wie Hallo Frau Nachbarin oder Zwei Kerle wie wir. Das kommt aus seiner Feder. Ja, das weiß man immer gar nicht. Er hat für viele große Leute schon geschrieben, natürlich jetzt auch für uns, und das ist auch unser Produzent. Also, Gigi Anderson. Ja, so, das war's. Bye.
Sind Sie nicht der Chris Roberts, der singt Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir? Da wurde ich ein bisschen nervös. Ne? Ich wusste nicht, was sie wollte. Ich sage, ja, das bin ich, sagt sie. Das schaffst du ja nie, da kriegst du auf allen Vieren nach Hause. Das ist die Wahrheit, ist wirklich passiert. Da sah ich sie und bat sie um den nächsten Tag. Das waren ein paar Ausschnitte zur Erinnerung aus meinem Leben von 1989 bis 1992. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Es ist nicht so einfach, wenn man nach so vielen Ehejahren seine Frau durch so eine tückische Krebskrankheit verliert.